Wir sind jetzt hier in der mega geheimen Geheimzentrale. Von hier aus werden Janine und ich uns gleich gegenseitig beim Daten beobachten können. Dazu haben wir Regelkarten. Die müssen dann umgehend von dem anderen jeweils gebrochen werden. Und das so schnell wie möglich. Bohren Sie niemals in der Nase. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Warum eigentlich nicht? Macht doch Spaß. Brauchen wir eigentlich nur noch einen fulminanten Titel, oder? Freut mich. Ich bin der Dennis. Hey, freut mich. Setz dich bitte. Auch so. Willst du in die Karte gucken? Ja, ich guck mal rein. Danke. Ja. Ich bin überrascht. Das hat eine hübsche Frau. Dankeschön. Danke. Ich zieh mal kurz hin, ne? Ja, okay. Das beengt mich ein bisschen. Okay, kann ja mal passieren. Kritisiere dein Gegenüber nicht gleich, Annie. Die Farbe von dem Hemd steht dir nicht so gut. Entschuldige, dass ich das so sage, aber die macht dich so blass. Sein. Echt? Ja. Ich hab eher einen blassen Tau da. Hast vielleicht recht, aber... Solarium ist ja auch super. Ja, ich bin nicht dazu gekommen, nach Hause zu fahren, mich umzuziehen. Sprechen Sie nicht über Finanzen. Ich möchte aber eigentlich Schriftsteller werden. Schriftsteller? Oh Gott! Ja. Mega cool. Ja. Schreibst du auch so sexuelle Sachen, oder? Reinbringen. Also ich bin da relativ offen. Ne? Aber du kommst so über die Runden, also du kannst deine Miete alleine zahlen und so. Ja, ja, das funktioniert. Nee, ich finde das ganz schlimm, wenn, das jemand, also wenn man jemanden so mit durchziehen muss. Seien Sie bescheiden. Was machst du denn? Zahnarzthelferin ist ganz langweilig. Warum machst du das, wenn es langweilig ist? Weil ich reiche Eltern habe und eigentlich nicht arbeiten müsste. So, und jetzt habe ich irgendwas gemacht, damit ich irgendwie was mache. Ich mache es nur, damit Papa Ruhe gibt. Aha. Hast du noch irgendwelche Pläne? Wolltest du noch irgendwie dann... Ehrlich gesagt, ich finde so einen reichen Mann heiraten wäre irgendwie echt cool. Und ich finde meine Brüste auch zu klein. Und wenn der meine Brüste bezahlen würde, das wäre cool. Mein Vater hat gesagt, wir haben zwar Geld, aber wir zahlen ihm nicht die neuen Brüste. Das wäre nur so eine Art Hochzeitsgeschenk. Oder Verlobungsgeschenk. Machen Sie keine sexuellen Angebote. Ich bin jetzt auch nicht der Alkoholfan von daher. Warum nicht? Bist du willig, wenn du Alkohol trinkst? Ja, das kann man natürlich auch sagen. Aber das ist nicht echt? Grund, ist es so? Alkohol trinkst. Sollen wir ein Bier bestellen? Wieso? Nicht, dass ich willig werde? Vielleicht. Fühlt sich das hier gut entwickelt, warum nicht? Stehst du auf Analverkehr? Nicht so mein Ding. Nee, okay. Stehst du auf Analverkehr? Manchmal. Ja. Kommt ein bisschen auf den Schwanz drauf an. Aha, okay. Also wenn zu groß ist, geht's halt nicht. Alter, du bist der Knaller. Kommst du von der Arbeit? Nee. Musst du nicht? Wieso musst du an einem Freitag um spät nicht arbeiten? Ich arbeite bis 12. Arbeitest bis 12? Was ist das für ein Job und wie kann ich den kriegen? Das darf ich nicht verraten. Oh, ich bin bei der Bundeswehr. Seien Sie höflich, Frau Michael. Faul seid ihr bei der Bundeswehr. Ja, stinkend faul. Okay. Sprechen Sie nicht von abseitigen Hobbys. Ich schieße ja sehr gerne. Echt? Ja. Okay, ja, voll gerne. Ach, alles Mögliche. Sprechen Sie nicht über extreme Ansichten. Ich finde ja, eigentlich sollte jeder erwachsene Mensch mal an der Waffe ausgebildet sein. Also wenn auf meinem Grundstück das, was mir gehört, dann muss ich das Recht haben, das zu verteilen. Ja. Sprechen Sie deutlich. Warst du in Mexiko? Ja, wir waren auch oft drüben in Mexiko. Fische rein. Bitte? Fische rein. Ja, das Stück Papier, das bringt dich schon weiter hin. Ja, aber man muss jetzt nicht unbedingt... Ich will, dass das drei Diplome haben und unbedingt... Hey. Was hast du da am T-Shirt? Ich weiß nicht. Ich war gerade im Auto, hab Kekse über mich geschmissen. Wie, du kommst ja direkt zum Date? Ja, das war... Entschuldige, aber also ich meine ganz ehrlich. Ich hatte noch eine Jacke an. Ich weiß nicht. Und die Jacke ist auf dem Weg verloren. Oh, du machst mich verrückt. Seien Sie höflich. Wo bist du denn her? Hamburg. Ach was. Ja, ja. Hier, diese Bonbonfabrik war ich gewesen, aber keine Ahnung, wo die jetzt liegt. Und wenn man dann... War ich gewesen? Ja. Hast du gerade war ich gewesen sagen? War ich, ne? Also genau, da war ich oder da bin ich gewesen, aber war ich gewesen. Genau, richtig. Buchen Sie den Kleidungsstil Ihres Gegenübers. Darf ich noch mal kurz was zum T-Shirt sagen? Ich finde das T-Shirt ganz kacke. Welches T-Shirt? Deins. Du bist ja voll Banane. Hast du es andersrum anziehen? Nein, natürlich nicht. Machen Sie einen psychisch stabilen Eindruck. Kann ich eine persönliche Frage stellen? Ja, bitte. Wird es Sie stören, wenn ich gerade eine Therapie mache? Sprechen Sie nicht über sexuelle Vorlieben. Ja, worauf stehst du denn so?
Also wo wir schon mal beim Thema sind, entschuldige. Statt Sex. Achso, geht's was darum? Was meinst du denn so? Ein Sex? Alles, was in Schmerzen bereitet, auf jeden Fall. Achso, Schmerzen nicht so. Also beißen und so, ne, das geht noch. Das mag er. Ja, aber ich brauche jetzt nicht geschlagen zu werden. Und selber ein bisschen hauen? So klappt's auf dem Po? Ja. Hi, Janine. Mach mal ganz kurz, wie heißt du? Arian. Genau. Alles klar. Wo kommt der Name her? Aus dem Iran. Aus dem Iran? Sprechen Sie nicht über unappetitliche Themen. Da, wo ich wohne, ist es schon auch ein bisschen eklig. Also bei uns beispielsweise wo denn genau? Bahnhofsviertel. Und ich glaube, jede Nacht am Wochenende kotzen 6 Leute in meinen Hauseingang. Sprechen Sie nicht über sexuelle Vorlieben, Frau Michaelsen. So mit Freunden in den Bergen und so. Eine total schöne Ecke. Ist eine Outdoor-Sex-Area, ehrlich gesagt. Ich habe so viele vögelnde Leute schon unterwegs getroffen beim Joggen in den Bergen, weil da so viele ruhige Ecken sind, dass man sich da... Ist ehrlich gesagt, Bayern ist nicht so langweilig. Viele Leute gehen raus zum Vögeln. Wäre es was für dich wahrscheinlich nicht, ne? Draußen, so, wo andere Leute vorbeikommen können. Nee. Wobei ich sagen muss, ich finde, Ort ist so zweitrangig. Also es wird ja nicht gut, bloß weil der Ort gut ist. Man kann es ja auch inhaltlich fancy gestalten, ne? Man muss ja jetzt nicht, außenrum gehen. Hast du schon mal einen Dreier? Nee. Vermeiden Sie Streit. Ab nächsten Monat fange ich an. Ah, okay, also was fängst du an? In diesem Jahr BWL. BWL? Bei BWL studiert ja so ein bisschen eigentlich auch jeder, der nicht weiß, was er studieren soll. Also dazu würde ich sagen, ja, ich habe auch keine Ahnung. Machen Sie keine sexuellen Angebote. Gib Stulle. Und was machst du eigentlich? Wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich eigentlich momentan hauptsächlich damit beschäftigt, Leute zum Vögeln zu finden. Warum soll man so lange irgendwie rumlabern? Michaelsen fickt sich durch Deutschland. Frauen, Männer und Frauen kommen zusammen in erster Linie, weil sie jemanden haben wollen, der ihnen ganz lieb was zu essen kocht, wenn es ihnen nicht gut geht, und der ihnen den Kopf streichelt und jemand, der sie bumst.